krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute wieder mit einem TBT React. Und zwar wurden ein paar YCS angekündigt für Europa. Drei YCS, genau. Und zwar einmal in Deutschland, in Bochum, einmal in Liverpool und einmal in Italien, Rimini. Ja, zoom doch mal. Nico, sag doch mal die Daten. Also, die erste YCS ist in Rimini, die ist am 27.8. und am 28.8. Oh mein Gott. Also Ende August. Top Wetter, top Strand. Wollen wir gleich zu Rimini was sagen, oder? Richtig geil. Also ich würde sagen, sehr geil, weil da ist noch bestes Wetter. Nicht weit von München, glaube 6-7 Stunden, oder? Mit dem Auto. Mit dem Auto, ja. Ich weiß nicht, ist das die gleiche Location wie letztes Jahr? Da war ich nicht dabei. Ich weiß nicht, zur Location kann ich nicht sagen, aber ich... Eine Runde verpasst und dann habt ihr gedroppt. Ich war nicht dabei. Also keiner von uns war dabei, oder? War noch mit Can und so. Ich weiß es nicht. Also ich wollte ja fahren, aber er hatte mich einfach so links liegen lassen. Ich wollte mitfahren, er hatte mich links liegen lassen. Ja, das war bei euch, genau. Dann haben wir die nächste YCS. Ich wollte noch was sagen. Ja. Also ich finde das nicht so geil, August mit 1000 verschwitzten Yu-Gi-Oh! Leuten 2 Tage zu verbringen. Open Air YCS, Mann. Open Air YCS. Ja, aber da wird ja nicht jeder Ding, da läuft ja jeder mit kurzen Klamotten rum und so. Da kannst du keiner. Noch schlimmer. Dafür gibt es ja danach noch den Strand, Mann. Ja, Mann. Strandbeste. Mach aber für dich ist eh egal, du bist ja nicht da, also passt schon. Ich bin nicht da, ich bin in der Türkei. Ja, Türkei. Ich freue mich schon. YCS Istanbul. Kommen wir zu der nächsten YCS, ein bisschen weiter weg in England, Liverpool, und zwar ist er am 29. und 30. Oktober. Man. Leute, holt euch auf jeden Fall für Liverpool den deutschen Pass, sonst könnt ihr es echt vergessen, ja. Also ich habe einen, ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ohne deutschen Pass kann man das vergessen. Ja, ich habe einen türkischen Pass und ich weiß ja, ich werde da Probleme kriegen, deswegen bin ich Liverpool schon mal nicht dabei. Ja, aber ganz ehrlich, wär's auch so dabei? Liverpool ist doch echt weit weg, Mann. Ich weiß nicht, also wenn man, es gibt günstige Flüge von Memmingen, also Memmingen, London gibt es glaube ich schon Flüge für 40 Euro hin und zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, ich glaube Liverpool, wie weit von London ist schon ein bisschen was. Das ist halt das Problem, aber sag ich mal, nach London zu kommen. Aber es gibt doch diesen Tunnel, Mann. Ja, willst du mit dem Auto dahin oder ja, was? Warum Linksverkehr. Ja, warum? Also ich fahre nicht bei Linksverkehr. Ich fahr nicht mal mit dem Auto. Also wir fahren ja immer mit Auto zu den YCS und Turnieren. Ja, Mann. Deswegen waren wir noch bei keinem Turnier in der UK. Also das sind ungefähr 1500 Kilometer. EM haben wir letztes Jahr leider auch verpasst, weil es in Irland war. Ja. Da waren wir noch nie. Aber jetzt haben wir einen neuen Reiseleiter. Vielleicht macht er was klar. Vielleicht fliegen wir endlich mal mit einem Flugzeug. Ja, Mann. Ja. Also mal schauen, was Nico da anstellen kann. Ja, Mann, ein Flieger echt cool, Mann. Ja. Kommen wir zur letzten YCS in Deutschland. Bochum, meine Stadt. Bochum ist meine Stadt. Ich wollte gerade sagen, Badisch Bulutz, Bibi. Badisch Cheetah, oder? Die ist am 10. und 11. Dezember. Also alle 2 Monate ab dem August eine YCS. Richtig cool eigentlich. Ja, da kommen Gefühle bei mir hoch. Da war ich mal vor ein paar Jahren YCS Top 8. Da habe ich gegen Kittik und so gegen die ganz berühmten Leute gespielt. Das war die beste YCS bis jetzt. Und Bochum. Was kam danach? Was meinst du mit danach? Nach dieser YCS. Wie hat es dann bei dir ausgeschaut? Genau, wieso? Oder? Top 4 Landshut und so? Was war Landshut da? Wieso? Es waren 130 Leute Landshut. Was ist Landshut, Mann? Du, was hey. Ist Landshut? Was ist das, Mann? Ja? Landshuter Meisterschaft oder was? Hey, es waren 130 Leute. YCS Landshut. Nein, es war keine YCS, aber... Okay. Meinst du von erfolgsmäßig oder was? Ja, turniermäßig, ja. Ja, danach ging nicht mehr so viel, aber damals, das war halt Highlight, Höhepunkt. Wir wollen natürlich nicht sagen, wie du in Bochum gewonnen hast, ja. Das bleibt mal intern bei uns, Badisch, okay? Auf jeden Fall sehr interessante YCS, sehr interessante Termine, finde ich cool, ja. Was man nicht vergessen sollte, da gibt es ja wieder dieses Programm für die Reisenden, ne? Da gibt es ein Travel Mat, wie ich gelesen habe, glaube ich, wenn man eine auslässt, was bei uns vielleicht Liverpool sein könnte, kriegt man sowieso einen Preis, oder? Das war bisher so, aber die haben das ab jetzt leider geändert. Man muss alle 4 besuchen, um die zu bekommen. Nee,
ich hab's geliebt. Nein, nein, das haben die jetzt neu geändert. Ach so. Genau jetzt. Wer ist der vierte? Ja, YCS Park war. Ach so. Und die drei jetzt, wenn man alle besucht, kriegt man die Matte. Das haben die jetzt leider geändert. Genau, man kriegt die Matte, aber wenn man eine nicht besucht, kriegt man trotzdem einen kleinen Preis. Also man kriegt nicht die Matte, aber man kriegt trotzdem was. Also quasi, wenn wir jetzt, aber im Prinzip, ihr wart ja Prag eh nicht dabei, für euch wird es eh nichts geben. Ne? Ja, Prag war ich nicht, aber Liverpool ist auch eine Ecke. Ja, Liverpool wird schwierig, aber die anderen zwei, denke ich, werden mal dabei sein. Eventuell, ja. Genau. Cool. Noch eine kurze Frage, wo hättet ihr gern nächstes Jahr eine YCS? In München. Ja, man, München würde alles zerstören. Aber wird nie passieren. Ja, nee, eigentlich so im Großen und Ganzen passt eigentlich so die Turniere. Die müssen natürlich auch europaweit was machen. Ja, aber sonst so, ich meine, in dieses Jahr, glaube ich, hätte besser nicht sein können. Europameisterschaft Berlin, ja, YCS Prag, Rimini, also ist alles nah erreichbar. Ich glaube, das Einzige dieses Jahr ist wirklich Liverpool, ja, wo man nicht gut hinkommt. Ja. Aber sonst alle... Orte sind eigentlich gut erreichbar, ja, für uns. Ne? Im Großen und Ganzen sind echt die ganzen Orte für uns echt gut dabei. Ja, auch jetzt, wenn es Mailand ist oder so. Ja. Also es sind echt coole Orte. Finde ich okay. Ja. Ja. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr dahin fahrt, ob wir euch dort sehen werden, was ihr davon haltet. Ansonsten leidet nicht. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns. Kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.